Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Murder at Soul Suspect. Ich habe jetzt seit dem letzten Mal nochmal den Checkpoint neu geladen. Wir lassen diese Aufgabe jetzt hier auch einfach mal links liegen. Gefällt mir selber nicht so, aber gut. Was soll man machen? Besser als da wieder fest zu backen. Oder backen. Backe Kuchen. Egal. Ja. Was war das? War da irgendwas über meinem Kopf gerade? Warte mal, das hatten wir doch auch schon. Weiß gar nicht, ob wir richtig sind hier. Oh, was ist denn hier los? Da liegt was. Kann ich mich jetzt hier frei bewegen? Das ist meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Rex Schuldgefühle. Rex fühlt sich schuldig, weil er Ronan zu einem Leben als Polizist führte. Wer ist denn das? Rex wurde jetzt noch nicht gesagt, oder? Ist wahrscheinlich der Bruder. Könnte ich mir ganz gut denken. Aber so eine offizielle Ernennung zum Bruder wäre ganz cool. Wie weh tut ein Tattoo? Der Korb hatte so viele. Ja. Wie heißt nochmal das Spiel mit der coolen Grabräuberin? Wie geil! Was könnte das wohl sein? Das Spiel ist von Square Enix. Lass mich mal überlegen. Nathan Drake, das war doch eine Grabräuberin, oder? Ach nee, das ist ja ein Typ. Weiß nicht. Was könnte es sein, Leute? Ganz großes Rätsel für euch in den Kommentaren, ne? Was könnte es wohl sein? So Grabräuberin? Ruhig. Was für eine verschlafene Stadt. Square Enix. Kaum zu glauben, dass heute Nacht ein Cop ermordet wurde. Wie weh tut ein Tattoo? Der Korb hatte so viel. What the fuck? Die gleiche Person? Wie heißt nochmal das Spiel mit der coolen Grabräuberin? Die sitzt da. Ja, hier gibt's Klone. Ah Gott, jetzt mal ohne Witz, kann ich mich jetzt frei bewegen? Ist ja cool irgendwie. Zeitungsartikel Nummer 2. Aber es gibt auch so viel zu lesen und ich stottere immer ja beim Lesen. Nein, Spaß, das hält sich immer Grenzen. Mal besser, mal schlechter. Egal. Passt schon, was haben wir denn hier? Ah, guck mal. Ronans Kind, das würde mich mal interessieren. Ronans Eltern klingen sehr instabil. Es muss wirklich schwer für ihn gewesen sein, aufzuwachsen und dem instabilen, kriminellen Weg seiner Eltern zu folgen. Denn jetzt ist er mein Rohdiamant. So eine gute Seele und stark genug, um das Gute beizubehalten mit allem, was er wegen seinen Eltern durchmachen musste. Es ist selten, dass jemand, der tatsächlich einen guten Grund hat, von seinen Eltern und ihrer Art der Erziehung gefrustet zu sein, sich nie beschwert. Es ist ein so viel besserer Mensch, als alle annehmen. Er ist ein so viel besserer Mensch. Okay, cool. Ja. Kann mir auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ich kann mir auch nicht so wirklich vorstellen, dass jemand in einem wohlbehüteten und wohlbehüteten Zuhause mit Eltern und so weiter so kriminell wird. Kann ich mir irgendwie. Weiß nicht, wahrscheinlich dann Einzelfälle, klar, würde es auf jeden Fall geben. Sie würde niemals selbst machen. Aber, ja, ihr wisst schon, da ist auch noch ein Toter. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ja. Ich glaube, es ist nicht mal derselbe Typ. Alles nur Nachahmer. Was, wenn er nie gefasst wird? Macht er dann einfach so weiter? Oh Mann, ey. Ich bewege mich wahrscheinlich schon wieder hier in Gebieten, wo wir sowieso noch lang kommen. Hi Kumpel, bist du im Dienst oder was? War ich mal. Hab hier 10 Jahre gearbeitet, bis ich's nicht mehr ertragen konnte und mir eine Kugel verpasst habe.
Manche Geheimnisse wiegen einfach zu schwer. Was genau hast du gemacht? Etwas Landschaftsbau. Meistens Gräber ausheben. Halt das, was man von einem Friedhofswärter erwartet. Du weißt, dass ich das nicht meinte. Hör zu. Du warst mal ein Detective und ich ein bescheidener Friedhofswärter. Belassen wir es dabei. Von mir aus, ich wollte bloß helfen. Ich sagte, belassen wir es dabei. Ja, ist sehr gut. Warum kann man denn immer nur eine Sache fragen? Das ist doch scheiße. Warum streunere ich hier eigentlich schon wieder rum? Was mache ich hier eigentlich? Ach komm, gehen wir zur Polizeistation. Aber hier lang. Habe ich gerade was gehört? Ja. Aber wie gesagt, die Optik vom Spiel an sich, von den Details hier, wenn man sich zum Beispiel das hier anguckt, wa? So. Hier die Wände und so weiter und ja, auch hier teilweise die Details und so weiter, das ist dann halt nicht unbedingt, sagen wir mal, PS4 würdig. Allerdings muss ich sagen, dass der ganze Stil des Spiels, ja, dieser Artstyle der Grafik, mir gefällt der richtig gut. Macht richtig Spaß, irgendwie hier durch die Gegend zu latschen, sich das Ganze anzuschauen. Ronan stellt die Fragen. Heute fragte er mich, und ich wusste ehrlich nicht, was ich sagen sollte. Ach so, ja. Ich will mit ihm zusammen sein. Ich liebe ihn. Aber als er mir einen Antrag machte, konnte ich nichts sagen, als sei meine Stimme fort. Und er kniete dort. Er drückte von meiner Stille. Dann stand er auf. Es dauerte 5 Minuten, bis ich ihm sagen konnte, dass ich nachdenken muss. Oder habe ich es jetzt vermasselt? Um Gottes Willen, Ronan, es tut mir so leid, wenn man das so hört. Das ist immer der Albtraum, glaube ich. Nicht, dass ich schon mal einen Heiratsantrag gemacht hätte, aber ich stelle es mir sehr schlimm vor, wenn das passiert. Ja, schon 5 Kinder haben, aber noch nicht geheiratet. Wie kann das sein? Nein, Spaß. Bevor mir das wieder jemand glaubt, nein. Okay. Boah, dieses Spiel hat echt so viel Story zu erzählen, ne? Das merkt man jetzt schon. Und wie bei 95% aller Spiele, sehr, sehr viel zum Lesen und irgendwie von mir aus auch mal irgendwie so ein Audiolog hören oder so. Sehr, sehr viel. 173 Sachen gibt's ja zum Einsammeln, haben wir gerade gesehen. Salem fühlt sich gefährlich an. Ja. Boah, ich kann jetzt auch nicht alles vorlesen. Ich latsche jetzt schon die ganze Zeit durch die Gegend. Was schon wahrscheinlich gar keinen interessiert. Was machst du denn hier? Ja, hier kann ich gar nichts machen mit dem. Okay. Nee, oder? Das kann nicht sein. Guckt nur mal ganz kurz auf die ausgegrauten Knöpfe. Dann wisst ihr, was Sache ist. Und warum rennt die durch die Kisten? Warum zur Hölle ist das Spiel so verbuggt? Jetzt mal ohne Witz. Warum ist das Spiel so verbuggt? Warte mal, vielleicht kann ich mich so mitfallen. Ne. Geile Scheiße. Jo, puh, ja, cool. Leute, also, ich bitte euch. Ich hab den Part erst angefangen, indem ich einen Bug umgehen wollte. Ach Gott, ey, Leute, was ist denn das? Was soll denn das? Was ist denn das jetzt? Ja, nee, mach das doch nicht. Bitte, bitte, Murdered, Soul Suspect, was tust du mir hier an? Was, ich lob dich hier die ganze Zeit, weil du richtig Bock machst eigentlich. Dabei mal über neue Wege gehst ein bisschen. Und dann bist du hier verbuggt ohne Ende, das kann doch nicht sein.
Wir müssen wahrscheinlich ganz am Strand anfangen, wa? Ja. Okay. Na gut. Leute, kann man wohl nichts machen. Diesmal schneide ich das nicht raus. Aber wir haben unsere eingesammelten Sachen. Immerhin, wenn das jetzt weg wäre, wa? Denn dann wäre ich sauer. Dann wäre ich echt sauer von sowas. So bin ich einfach nur abgefuckt. Wir laufen jetzt straight. Wir laufen jetzt straight zur Polizeistation. Keine Sorge. Das ist scheiße. Na gut. Das hat mich ja so voll aus dem Konzept gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, worüber ich gelabert habe gerade. Ne, weiß ich echt nicht mehr. Scheiße. Na gut. Hier komme ich ja gar nicht durch. Hier, ja, hier sind wir richtig. Jo, jo, jo. Oh Gott. Was habe ich getan? Nein, nein. Oh, du bist ja ein Geist. Und Laura. Die sind tot. Das ist alles meine Schuld. Wir hatten nur unseren Spaß. Es war. Hey, hey, hey. Beruhig dich mal eine Sekunde und rede mit mir. Wie heißt du? Oh, Brad. Gut, okay. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden drei, aus drei wurden... Wer weiß, wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott... Ich hab sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was habe ich getan? Okay. Vielleicht können wir das lösen. Das ist sicher Brads Auto. Sieht nicht gut aus. Ja, besoffen Autofahren. Wie dumm muss man eigentlich sein? Wie scheiße dumm muss man eigentlich sein? Schottischer Whisky. Schottischer Whisky. Oh, jetzt bitte, 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 lass mich den letzten Hinweis finden. Ich will auch mal einen Fall lösen jetzt hier. Verklemm dich nicht im Auto, nicht der nächste Bug jetzt hier, bitte. Okay. Ah, hier sind wir schon wieder aus dem Zielbereich raus. Hier sind wir schon wieder aus dem Zielbereich raus. Das nehme ich kurz mal mit. Aber bitte lass mich das jetzt mal lösen jetzt hier. Das kann doch nicht sein. Ich bin der schlechteste Detektiv, der jemals unterwegs war hier. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Okay, die SOC-Quittung aus der Unfallnacht ist weit hergeholt, aber ich sollte mir die Gegend ansehen. Wer ist gefahren?
Okay, wieso? Okay, Moment. Aber okay, alles klar, dann halt nicht. Wie kann ich dann jetzt auswählen, wo die sein sollte? Haben wir die gesehen auf dem Weg hierher? Ich weiß es nicht. Naja. Ich habe so das Gefühl, als würden wir nochmal ein, zwei Mal durch die Stadt laufen. Hier ist die Tankstelle. Gibt's Zeugen, der den Fahrer gesehen hat? Ach, noch mehr Hinweise. Okay. Tackende Frau. Zeit zum Fußrex, ja nicht gerade viel. Hä? Lara war gerade dabei, den Tank aufzufüllen, als sie das laute Geräusch hörte und es abbrach. Okay, Leute, ihr seht, es gibt auch einige Nebenmissionen. Brad. Genau, das. Ich war ein Taxi. Was? Oh. Tankstelle. Ja, die SOC. Okay. Toll. Okay. Was haben wir hier? Irgendwas hat ihn trotzdem erschreckt. Drei von fünf Hinweisen. Oh Gott, jetzt. Muss ich den Rest auch finden, aber ich wette, wenn ich hier so lang gehe, ist der Suchbereich auch schon wieder weg. Hoffentlich ist die Wohnung geputzt, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich das Öl schneller nachkippe, als es ausläuft, hält's bestimmt noch ein Jahr. Ja, die Frage ist ja jetzt wirklich, was kann ich denn... So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? Aber ich will mich jetzt hier auch nicht ewig aufhalten mit sowas. Vielleicht, wenn wir etwas schneller gehen... Wenn wir jedem Mörder auf der Straße begegnen, keine Ahnung, was ich tun würde. Anscheinend wurden alle von dem Knall aufgeschreckt. Was zum Teufel war das? Geheimnisvoller Knall. Was ist denn jetzt los? Was sie gehört haben. Ja, ich versuche nochmal mit Brad zu reden. Vielleicht können wir ja wirklich mal eine Nebenmission abschließen, damit ihr das auch mal seht, was hier, ob sich das lohnt, falls ihr euch das ja selbst kaufen möchtet. Vielleicht kann ich ja jetzt mit ihm reden. Kann ich mit ihm reden? Nee, geht nicht. Wer ist gefahren? Lautem Geruch. Ach komm, lass es, ja. Oh Mann! So viel zu ermitteln und ich bin vorhin schon die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen. Was könnte das für ein lauter Knall gewesen sein? Eine Gasexplosion oder sowas? Aber warte mal, das hat sich eher wie der Unfall angehört, oder?